Moin. Und wir sind hier bei F1 2018 Livestream. Ultimative F1 Liga C-Liga aus Brasilien. Hashtag F1 2018. Hashtag F1. Hashtag eSports. Hashtag Team DLL. Grüße gehen raus. Ach Mann, das wollte ich gerade schon fragen, ob du denn wirklich auch an die Hashtags gedacht hast. Denk mal lieber an die Hast du mir Fahrhilfe meinen Einsatz morgen. geklaut? Ja, die vergesse ich schon nicht. So. Wir haben schon mal einen neuen Fahrer, kann ich sehen, im Renault. Den Grumerio. Habe ich zumindest noch nicht vorher gesehen. Ja, yep, der ist neu mit dabei. Der ist auch schon direkt draußen. Mal gucken, was der kann. Ja, ein Williams ist draußen. Und dann schalten wir doch mal zum neuen Fahrer. Sah das nur so aus oder hat er tatsächlich die Mauer mitgenommen? Ich habe leider gerade nicht hingeguckt. Ah, Frontflügel sieht noch gut aus. Passt schon hoffentlich. So fast komplettes Fahrerfeld. 19 sind mit dabei. Ja, was will man mehr? Also, einfach genau das, was man möchte. So macht das lange Qualifying auch am meisten Sinn. Nur hoffen, dass heute die KI nicht wieder irgendwelche Autos zerstört. Dann, ist es einfach perfekt. Strecke könnte besser sein, aber sonst. Ja, fürs Rennen ist es ziemlich tricky. Wir haben die Super Soft, die Soft und die Medium. Grumerio ist auf dem Medium-Reifen. Also entweder ein Testlauf. Ja, er geht auch sofort wieder in die Box. Okay, schauen wir mal, wer ist noch unterwegs? Der Williams ist schon in Sektor 2. Ich habe gerade leider ein kleines Problem. Ich kann nicht sehen, wem ich zugucke. Wie, du kannst nicht sehen, wem du zuguckst. Hast Das, du hast doch so ein Icon neben dem Namen, wenn du die durchschaltest, ne? du. Ja. Das ist bei mir weg. Und dieses Zuschauermenü mit Viereck kann ich nicht aufmachen. Okay. Codemasters, bringt doch mal einen neuen Patch raus. Hatten wir schon lange nicht mehr. Also ich kann nur die Wagen halt erkennen. Ja, der Aber ich Williams, kann jetzt sehen, siehst du ja dass jetzt. ja. Der hat die beste Zeit 1,7, 9,6,7, also gerade so unter 1,8. Ach wohl doch, warte mal. Auf den Lenkrädern steht die Position. Das heißt, ich kann die jetzt zuordnen. Also ich sehe, dass Nils Druide gerade über Start und Ziel fährt, wenn ich mich nicht vertue. Gelb in 2 Sekunden. Mark, schnellste Rundenzeit, ein Zehntel schneller als der Williams. Tatsächlich, Fun Fact, ich bin die Strecke am Sonntag gegen Marc gefahren und da hat er mich echt positiv überrascht. Also er hat echt zeitweilig im Trockenen wirklich um den Sieg mitgekämpft. Er hatte nachher ein bisschen Pech, dass es angefangen hat zu regnen. Darauf war sein Setup nicht ganz ausgelegt. Aber sonst hat er echt eine wirklich starke Leistung da abgerufen. Also, oh, da ist Nils Ruede draußen. So weit auf dem Curb, stand quer und ab in die Mauer. Reifen ist ab. Das Ja, Qualifying damit vorbei. ich habe es leider nicht im Bild. Man kann die Fahrer nicht auswählen. Was läuft ja heute? Ja, ich glaube, P19 haben wir damit belegt. Also, du sagtest gerade, Marc, der hat es ziemlich drauf. Gute Pace. Dann bin ich auch mal gespannt, wie er sich hier jetzt heute verkauft. Fängt ja schon mal gut an mit der besten Rundenzeit heute. Ja, der aktuell Zweitplatzierte ist da auch mitgefahren und die waren relativ auf einem Level. Ich glaube, Marc hat sogar die Pole geholt. Also, wenn ich mich nicht täusche, ich meine, er hat die Pole geholt. Also, dem traue ich einiges zu. Man sieht es auch an den Zeiten. Also, es ist echt keine schlechte Runde. Ja, Husky hat gerade die Session verlassen, hoffentlich kommt er gleich wieder dazu.
explizit macht eine Zeit mit dem Mediums 1,10. Oder wenn das im Q2 nicht gefixt ist, ne, das kriegt echt einen Anfall. So, unser Sieger vom letzten Rennen. Oh, Moki hat hier viel Verkehr, das... Okay, da war gerade Mercedes und der ist weggesprungen. War da in der, kurz vor dem dritten Sektor, in der langen Links, musste da mittig, beziehungsweise fast außenrum. Nicht optimal. Ah, Marc schreibt gerade im Chat, vielen Dank dafür. Hi beiden, soll heute alles trocken bleiben. Das dürfte dir in die Karten spielen. Ich hoffe, man fährt das gleiche Setup wie am Sonntag. Dann setze ich da ganz große Hoffnung in dich. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die Pole-Zeit war, wenn ich ehrlich bin. Noch keiner von den beiden Red Bulls mit mehr Zeit. Der Marc, der ist sehr gut organisiert. 1:07:06, sagt er. Und da habe ich, er hat mich sofort gewonnen. Muss ich natürlich direkt Hashtag Marc for Pole schreiben, natürlich. Ja, solltet ihr es noch nicht mitbekommen haben, die ultimative F1-Liga im Aufwind in den sozialen Medien. Das Internet ist kein Neuland mehr. Und wir greifen da an, deswegen alles modernisiert. Siehst du, das hätte wirklich die nächste Finanzkrise gegeben, wenn du heute die Hashtags vergessen hättest. Ja. So, RB-Fan Leipzig, der unglücklichste Fahrer der Liga. Oh ja. Das ist, ja... Fängt wieder solide an. Ja, ich würde sagen, der Vettel ist fast der RB Leipzig. Ja, wir wollen dem Leipzig ja nicht zu nahe treten. So, der Teamkollege kommt jetzt auch gleich auf Mediums. Bis jetzt hat er eine 1,15. Der neue Grumerio, 1:09 auf den Softreifen. Wenn er da gleich auf die Supersoft geht, sollte er sich da auch ins vordere Mittelfeld eingruppieren. Also Pace ist in Ordnung. Absolut. Kann absolut hier standhalten, das sieht man jetzt schon. Was sagst du denn zu der Strecke, Charlie? Ist das eine deiner Lieblingsstrecken? Ist schwierig, also so auf einer einzelnen Runde. Hier im Qualifying gibt es einige schwierige Stellen. Turn 1 zum Beispiel mit den Senna's, wo man in die Kurve hineinbremsen muss, gerne blockiert es da. Es sei denn, man fährt natürlich mit ABS. Und ansonsten ist es eine anspruchsvolle Strecke, da das richtige Setup zu finden. Sektor 1 und 3 sind quasi Vollgas. Sektor 2 ist Monaco. Und der Red Bull wird hier aufgehalten vom, ich glaube, von Grumerio. Ja, das gibt bestimmt eine Strafe. Fürs Rennen ist es ziemlich schwer, hier gegeneinander zu fahren, weil man nie so viel Windschatten hat oder durch den zweiten Sektor immer ein bisschen Boden verliert. Aber wenn man nah dran ist, dann kann man wirklich gut kämpfen, beziehungsweise angreifen und verteidigen, je nachdem, wie man die Linien wählt. Das macht wieder Spaß. Also ist für die Formel 1 ein bisschen alles zu eng leider, ähnlich wie Monaco. Aber man hat hier eigentlich immer einen guten Rhythmus. Ja, das sehe ich sogar ein bisschen anders. Also ich finde, bis auf die ersten drei Kurven gibt es hier wenig wirklich Anspruchsvolles. Also es ist schwer, ein Setup zu finden, da gebe ich dir absolut recht. Aber der Rest ist so... Vielleicht die langgezogene rechts hat noch ihre Tücken, aber der Rest ist ja wirklich einfach nur langsame Haarnadeln, die nicht unbedingt schwer zu fahren sind.
man zwar immer viel Zeit verlieren kann, aber nicht wirklich viel aufholen kann. Also es ist gut zum Überholen, hier gibt es ein, zwei Möglichkeiten und auch dadurch, dass die Rundenzeit so kurz ist, ist es meistens sehr nah beieinander alles. Aber ja, es gibt schon spannendere Strecken zu fahren. Ja, die beiden Mercedes haben sich gerade abgeschossen. Max Chairman, ich glaube, er hat gerade seine Runde beendet. Und dahinter kam Musea, hat den Foucault viermal abgeschossen, den guten alten FGLer. Und weißt du, wer auch gerne überholt? Kimme. Der hat nämlich das Auto weggeschmissen und darf wieder von hinten ran. Ja, das kennen wir ja, ne? Hat er schon ein, zwei Mal Tradition. gemacht. Das ist ja fast so wie der Hansi. Hansi ist da meistens noch besser drin, oder Nox kann das auch sehr gut. Aber auch hier der eine Red Bull, der geht jetzt nochmal auf die Strecke mit 1,94. Das geht noch nicht. Ich weiß nicht, ob der über den nötigen Skill verfügt, um da sich jetzt rauszukämpfen. Wenn ich da jetzt den Renault von Grumerio, der ist noch auf den Softreifen, der war schneller. Da muss er sich jetzt hier warm anziehen, der Mann mit der 69. Absolut, also das wird logischerweise nicht reichen, was er da auf die Beine gestellt hat. Und ja, nur weil er das letzte Rennen gewonnen hat, heißt es ja nicht, dass man sich jetzt ausruhen kann. Kann alles schnell wieder vorbei sein und schnell sind wieder 25 Punkte im Titelrennen verloren. Dann hat der Sieg auch nichts gebracht. Also da muss er auf jeden Fall jetzt nochmal nachlegen. Ja, du sagst, letzte Rennen gewonnen, aber da muss auch wieder heute alles passen. Die Vorbereitung muss stimmen und wir hatten uns mit Adi unterhalten und die Vorbereitung bei ihm lief anscheinend nicht ganz rund. Nee, absolut. Er hat ein paar wichtige Einstellungen vergessen, hat er uns mitgeteilt. Von daher bin ich gespannt, was da passiert. Erfahren wir mal mit. Durch Senna, es ist er schon. Zweite gerade auch hier wieder Flügel flach. Gelb im zweiten Sektor, da kommt er jetzt hier rein. Es ist natürlich jetzt sehr undankbar, wenn hier Gegenverkehr kommt. Wenn da Fahrer langsam sind, auf der Strecke stehen, kommt hier weit raus. Du sagtest, die im Endeffekt eine Hanl nach der anderen. Man braucht die ganze Streckenbreite. Und wenn da einer im Weg steht, man kann auch wirklich schlecht Platz machen, tut das sehr weh. Ja, und es gibt auch nicht wirklich Platz zu überholen oder anzugreifen da. Also man fährt, wenn man schneller ist, dem anderen einfach nur hinterher und versucht ihn nicht ins Auto zu fahren und wartet dann auf die Geraden. Hat dann meistens vor der Geraden die vorletzte Kurve, die langgezogene Links dann noch Probleme mit Dirty Air und dann ist das Überholen schon wieder eine andere Geschichte. Also einfach ist es nicht, jetzt zu überholen, aber es ist machbar. Verbessert sich jetzt auf Position 7. Aber so wirklich das Wahre war es dann noch nicht, wenn wir mal gucken. Die anderen sind aber, ja, 4, 3, 4 Zehntel schneller. Spesi kommt über die Linie, beginnt jetzt seine Runde. Gespannt, was er leisten kann. Wenn ich mich richtig erinnere, war das eine seiner Lieblingsstrecken. Null glatt im ersten, bisschen viel Randstein. Auto ein bisschen destabilisiert. Jetzt kommt er in den Mittelsektorbereich. Doppel rechts, kurz gerade und dann geht's wieder rechts. Kommt er ein bisschen zu weit raus. Und weil die Linie bei der ersten stimmt, auch nicht bei der zweiten Kurve. Jetzt da vorne hat er einen Force India, der sieht den hoffentlich. Nein, Na, nee, tut er sieht ihn nicht. nicht, Aber er. er hat schon vorher weggeworfen. Ich weiß jetzt nicht, ob es aus Reaktion war vor dem Force India. Retiert hat er auf jeden Fall. Dann hätte er die Kurve bekommen, dann hätte er bestimmt eine Strafe gehagelt. Also da hat jemand überhaupt nicht aufgepasst. Der Moki, glaube ich, war das. Geht auch jetzt an die Box und Moki war der Schuldige, der fährt hier ohne Sprit.
Es ist auch eine doofe Stelle, da Platz zu machen, aber dann muss man halt einfach aufs Gras fahren. Ich meine, wenn man schon keinen Sprit mehr hat, dann ist er eh egal. Ja, Ben hat hier auch noch beinahe Hi-Res in der letzten Kurve. Das kommt hier über Start und Ziel. Ja, da kommt ja nicht viel für. Es 1, 10, 3 ist nicht gut genug, um sich zu verbessern. Weiterhin auf Position 16 und damit nicht weiter. Nox ist nochmal rausgefahren. Ist auf P3. Verbessert sich gerade. Fast 2 Zehntel im ersten Sektor. Hat aber auch Verkehr vor sich. Und auch er wird behindert von einem Mercedes. Das läuft ja heute. Ja, wir haben also ich denke, es ist wirklich jedem schon mal passiert, dass man mal einmal kurz auf die Karte geguckt hat oder irgendwas umgestellt hat und mal einen bisschen blockiert hat. Ich glaube, das passiert jedem mal, aber meistens war es dann einfach ein kleines Konzentrationsproblem. Also es sollte eigentlich immer gerne zu verhindern sein. Und Absicht unterstelle ich da keinem, aber es ist halt für den Hinterherfahrenden einfach doppelt und dreifach ärgerlich. Also einfach Harris für beide unglückliche Situation. Springt gerade auf P13, damit ist Moki draußen, der jetzt erst rausgeht. Also ganz knapp noch gleich über die Linie kommen wird. Steffen King ist draußen und auch Romero ist draußen. Ja, wir haben hier, mal abgesehen von Monaco, einer der kürzesten Strecken. Da tut sich nicht viel zu Spielberg und Kanada. Der Unterschied zu den Strecken ist, die haben viel mehr gerade Streckenanteile, wo man eher Platz machen kann. Hier in den vielen Kurven ist das schwieriger. Das stimmt allerdings. Der Williams ist auch nochmal draußen, um sich die goldene Ananas zu holen. Denke ich mal. Den Grund sehe ich da jetzt nicht. Romero geht nochmal auf eine fliegende. Das muss es jetzt werden. Race hat die Session aufgegeben. Ich weiß nicht, ob es auf der Strecke war. Wir haben Gelb in Sektor 3. Deswegen gehe ich mal davon aus. Aber damit boah, wird es auch sehr schwer für ihn, wenn sich die da hinten ein bisschen verbessern. Ich bin gespannt auf Gomerio. Die Reifen haben schon 2 Runden drauf. Das wäre ja natürlich ein ärgerlicher Einstieg. Kann man nicht anders sagen. Ist sicherlich viel vorgenommen, also gucken, was er da jetzt noch rauszaubern kann. Aber eigentlich sollte er die Pace haben. Er war ja mit den Soft schon nicht allzu weit weg. Man muss es halt nur zusammenkriegen. Kommt jetzt gleich über die Linie. Und ist was drin, verbessert sich um 1 Sekunde auf P8. So, damit ist Harris wieder auf P16 und raus. Moki kann sich noch verbessern. Oder auch. P9 und damit weiter. Und Harris und auch Stephen King sind damit raus. Kimme auf P15 ist weiter, wird aber nicht mehr weiterfahren können, weil sie das Auto zerstört hat. Und jetzt beten für alle, die jetzt gerade noch per KI auf der Strecke fahren, dass die das Auto heil zurückbekommen. Deswegen verstehe ich auch die Aktion von dem Zweitplatzierten nicht. Also da nochmal rauszugehen und das Auto zu riskieren, es kann echt in die Hose gehen. So, dann gucken wir nochmal in den Chat. King Kim schreibt, ich würde gerne den Kim grüßen. Der macht das echt toll. Marc findet das zum Lachen. Big Surprise schreibt, aha, ein heimlicher Nordkorea-Fan also. Also haben wir vielleicht einen mit einer Nordkorea-Flagge. Und DLL Charlie schreibt, Kim, halt's Maul. Oh, ja. Aber gut, immerhin 3 Fans gegen einen. Kann ich mitleben. Grüße natürlich alle zurück. So, Marc, erster vor dem Williams
Nox, Massiv, RB Fan Leipzig, Papo, Gomerio hat es dann doch noch geschafft auf P7. Ein Red Bull, Moki explizit, Hansi Hosea, Spesi, Sherman Kimmel nicht mehr mit dabei auf P15, das Auto kaputt war nicht mehr dabei, Stephen King, Hyris, Base und Nils Druide. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was die Jungs wieder auspacken. Die Reifen, mit denen man die schnellste Rennrunde hier in Q2 setzt, mit denen muss man ja starten. Und die guten ersten Nachrichten sind, dass alle teilnehmen können. Also Vierzelfahrer haben wir. Kimmel hat ja das Auto schon ja, an der Wand gehabt. Also heute ging alles gut. Bis jetzt. Bis jetzt. Jetzt kann ich tatsächlich auch wieder sehen, wenn ich zugucke. Also wird immer besser hier. Ja, dafür habe ich aber keine EP-Punkte bekommen. Ach, Mann, 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 ich schon. Hashtag 4000 habe ich ungerecht. noch. So, der erste Williams geht raus. Auf den Supersoft-Reifen. Hosea, Moki, RB Fan Leipzig, Massiv, die haben die Soft-Reifen ausgewählt. Bin auch spannend zu sehen, was jetzt am Strategiepoker passiert. Jetzt ist natürlich die Zeit. Reifen machen hier schon einen Unterschied. Wir haben viele langsame Kurven, da sind die weichen Reifen vom größten Vorteil. Ja, ich sehe es aber tatsächlich nicht noch schlimmer, wenn du schnelle Kurven hast, weil du da meistens mehr Grip benötigst, um da mehr Geschwindigkeit durchzunehmen. Also, natürlich ist es ein Riesennachteil, aber ich glaube, auf anderen Strecken ist es doch noch ein bisschen schlimmer. Natürlich auch immer, desto länger die Rundenzeit ist, desto größer ist der Nachteil meistens. Sei denn, es geht nur geradeaus. Ja, davon geht es hier relativ wenig. Ja, bin mal gespannt, was Marc macht. Den werde ich jetzt mal zugucken. Ja, ich bin beim Williams mit drauf. Er hat hier Probleme ein bisschen im Mittelsektor. Bisschen zu viel Gas geben, Traktion war nicht gut. Aber noch sehr viel in der Box, das deutet darauf hin, dass da wahrscheinlich viele sich noch einen Satz aufsparen und am Ende nochmal ausgehen oder gehen Mittel zumindest. Gleich bekommen wir die erste Zeit, die wird aber bestimmt nicht so gut sein, denn er ist nur im ERS-Modus 2 gefahren. Ja, 1-10-0, das geht bedeutend besser. Hosea kommt gleich über die Linie. Das ist fast deine Zeit, ne? Ja. Aus 2016 oder was? Ja, da konntest du ja nie mitfahren, da hat's ja kein Internet. Ich war 42 Sekunden schneller. Hosea 1 Minute 9,2 auf den Softreifen. Ja, Marc. Schneller. Auf den Supersofts immer. Also da geht noch was. Er hat auch einen Fehler drinnen gehabt. In Kurve 4 müsste das gewesen sein. Nach der zweiten DRS-Runde kam er sehr weit raus. Charlie, soll ich dich mal komplett verwirren? Bitte. Guck dir mal den Namen vom Fünftplatzierten an, ne? Ja. Gut. Wir sagen immer Mac Schelme, ne? Wenn die beiden Buchstaben am Anfang aber groß geschrieben sind, ne? Ist es denn nicht eigentlich MC Schelme?
Mac ist ja das C eigentlich klein. Ja, und? Der kann, ich nenn, kann ihn jetzt von mir aus auch Manfred nennen. Ja, wir kennen ihn ja schon ein bisschen länger und es war immer Mac Sherman. Hast du die ganze Zeit falsch gesagt? Mann, Ich bleib dabei. sonst wird Papa man auf jetzt 1. Charlie zu dir sagen, ne? Ja, so wie es da auch steht, ne? Aber der ist CH. Nee, Kiat. Ich Ja, immer denke die noch viel ganze in der Box. Zeit, ich werde hier nochmal irgendwann gefeuert, weil ich nur noch Insider bringe. Ja, nicht nur du. Aber siehst du, der erste Schritt ist ja heute schon passiert. Du hast keine EP bekommen. Das ist der erste Schritt zur Kündigung. Hättest du jetzt auch noch die Hashtags vergessen, die wäre schon vorbei. Strafversetzung in die FGL. Oh. Todesstrafe wäre angenehmer, glaube ich. Muss ich dann die 1, die 2 oder die 3 kommentieren? Ach nee, warte. Moki hält das Auto gerade noch so auf der Strecke. Sah ein bisschen wild aus. Das könnte auch ein bisschen Leck sein. Okay, geht in die Box, hat keinen Sprit mehr. Bin auch gespannt, ob Hansi das jetzt hinkriegt, wirklich eine Runde zusammenzukriegen. Also wir hatten das ja oft, dass er von hinten gestartet ist, weil im Qualifying irgendwas passiert ist. Explizit wird schon wieder aufgehalten von einem Mercedes. Es war MC Charmaine. Der mit zu wenig Jetzt kommt Sprit Hansi. und ohne ES weiterfährt. Vielleicht ist es auch die KI. Ja, Hansi, 1,15 wird nix. Spesi beginnt jetzt auch erst seine Runde. Der ist auf den Softreifen. Ja, 1,15, das dürfte sogar Adi schaffen, der auch noch rausfahren muss. Wer? So ein neuer Fahrer, glaube ich. Ach, der Red Bull. Ja. Der zweite Fahrer da. Ja, RB-Fan Leipzig ist, denke ich, für dich auch der Nummer 1 war bei Red Bull. Hat er mehrmals Absolut. angedeutet, was er kann. Ne? Viel Er hat Pech immer. gehabt. Genau, wollte ich gerade sagen. Also viel Pech gehabt hat er auf jeden Fall. Moin, Jerry. Ah, der Chat lebt wieder. Das muss ich mir doch mal angucken. Muss jetzt schreiben, Charlie halt's Maul. Nee. Ich bin ja nett zu Leuten. Seit wann? Ich Ah, nee, habe warte. beschlossen, mich zu ändern. Späße über die Linie P3 mit den Softreifen. Gute Runde. 187. Ich bin jetzt ein grundauf positiver Mensch. Bis ich morgen wieder in die Wand gekickt werde. Okay, das hält also wieder 3 Runden. Nox sitzt über die Linie. P4 hinter Spesi. So, Red Bull muss zulegen. Im Moment sind beide draußen. Leipzig kommt jetzt über die Linie. Ja, das reicht. Würde ich jetzt einmal mal frech behaupten. P3, gute Runde. Da ist noch ein Williams auf Abwägen auf P10. Also da muss auch noch mal nachlegen. Na, super soft ausgewählt. Ob das nicht ein Nachteil dann für den späteren Rennverlauf ist? Der zweite Red Bull-Fahrer kommt jetzt gleich auch über die Linie. Im Moment letzter.
da noch keine Zeit gesetzt. Eine Minute 8,4. Oh, mit ganz viel Glück vor seinen Teamkollegen. Ja, vielleicht hatte RB-Fan ein bisschen Verkehr. Weiß man nicht. Ja, auch Normalerweise ein. eher der talentiertere der beiden. Ja, auch ein Barrichello findet mal ein paar Tausendstel. Du musst es wissen. Absolut. Absolut. Jerry fragt gerade, gibt es große Veränderungen zu 2017? Eigentlich ist alles beim Alten geblieben. Die Reifen sind ein bisschen härter, halten länger. Und rein optisch die auffallende Änderung ist natürlich das Halo, was uns aus der TV-Kamera eigentlich wenig beeinflusst, nur so ein bisschen Sicht auf den Flügel nimmt und daher ein bisschen schwerer erschließen lässt, in welchem Zustand der Flügel ist. Ja, es kommt aber auch darauf an, wie du die Kamera eingestellt hast. Also, wenn du einfach mit Standardkamera fährst, dann siehst du den Flügel, glaube ich, nicht. Aber ich denke, jeder weiß, wie man die umstellt. Vor allem, wenn man League Racing fährt, das ist ja wichtig, wirklich zu sehen, wo hört das Auto auf, wo es denn in dem anderen steckt. Ja, oder man macht es so wie ich, fährt Cockpit-Kamera und sieht einen Dreck. Nee, keiner möchte das. Schade. Keiner. Papo haben wir gar nicht beachtet. Es war auf Supersofts, aber eine 177 ist schon gar nicht mal ohne. Wenn ich jetzt nicht komplett behindert bin, ist das sogar schneller als alles in Q1. Ich glaube, da war die beste. Oh, explizit schmeißt beinahe weg in der vorletzten. Ich glaube, im ersten hatten wir eine 7,8 als beste, also Meine auch. bisschen schneller geworden. Explizit verbessert sich trotz Fehlers auf Ja, Position siehst du mal, 7. was da noch drin ist. Also ich schätze mal, 2 Zehntel wären drin gewesen und 2 Zehntel hätten da Position 5 schon sein können. Ja, und man sieht, der Trend geht in Richtung Softs. Ganz klar. Die einzigen auf Supersofts bisher sind Papo, Mark und Ann Williams. Ja, der ist Bin gerade auch nochmal gespannt, ob. rausgefahren. Bin gespannt, ob Mark auch nochmal nachlegt. Oder ob er bei den. Ja, da fährt er gerade auf Softs raus. Bin gespannt, ob er die Zeit dann wirklich holen kann. Dann müsste er jetzt die schnellste Runde von allen auf Softs fahren. Hansi kommt über die Linie, im Moment letzter. Komm schon, Hansi. Verbessert sich, aber es reicht nicht für eine Position. Hat Ja, die auch Runde ist aber auch easy gewesen. noch genügend ERS übrig für einen weiteren Versuch. Weil er hat keinen Versuch mehr, um nochmal in die Box zu fahren. Wieder gelb, hoffentlich nur vorbeilassen. Verbessert sich fast um 5 Sekunden im zweiten Sektor. Der Und Williams übrigens wieder auf Supersofts. auf die 2. Ja, jawohl. Da geht's doch mal vorwärts im Quali. Ja, Wie gesagt, keinen immer guten ein bisschen ersten Pech gehabt Sektor. und. Da war jetzt eine 17,3, da hatten wir schon 16,7er gesehen. Und da hat er jetzt Verkehr vor sich. Ein Force India, davor unmittelbar ein Toro Rosso und die wollen auch noch über die Linie, um die schnelle Runde von denen zu setzen. Der Force India fährt in Narnia. Der Toro Rosso behindert ein bisschen.
Ja, das hätte man durchaus geschickter lösen können an Nox-Stelle. Hätte auch schief gehen können. Aber es dürfte reichen auf den Supersofts. Jupp. Aber langsamer als Papo. Das ist interessant. So, die Zeit läuft jetzt gleich ab. Was macht Mark jetzt noch? Verbessert er seine Zeit jetzt noch? Das könnte nachher sehr ausschlaggebend sein fürs Rennen. Dürfte da einen Vorteil haben, wenn er auf den Soft starten kann. Sherman ist langsam, der wird sich vermutlich nicht verbessern. Hosea schon fest draußen und Massive auch. Ja, Romerio ein Sechzehntel verbessert. Das würde reichen. Hat er noch Sprit? Es ist am Blinken. Oh, Mark fährt rein. Interessant. Ja, er ist weiter, Romerio, und damit neu auf P10 in Gefahr, Nox. Aber er müsste durch sein. Explizit hat das Auto zerstört. Nicht mehr mit dabei und damit auch draußen. Sherman draußen, Massiv draußen und Hosea draußen. Allesamt auf den Softreifen gescheitert. Der Komiker wieder am Start. Ja, ein bisschen Salz loswerden. So wirst du salzlos. Aha. Klappt aber nicht sonderlich. Ich krieg 500 DP gerade. Wie sieht's bei dir aus? Ja, 2000. Ach so. Naja. So, Papo, beste Rundenzeit vor dem Williams. Hansi, Muki, Marc, ein Red Bull, Romerio, RB Fan Leipzig, Spesi und Nox. Draußen sind explizit MC Sherman, Massiv und Hosea. Big Surprise feiert Lesen uns fällt ja gerade immer so noch ein. schwer, ne? Ja, Big Surprise feiert uns gerade, weil wir die 40 Zuschauer geknackt haben. Ja, kannst mal sehen. So muss das laufen. Ja, gutes Kommentieren setzt sich durch. 42. Absolut. Freunde, knacken wir die 50. Teilt es mit euren Eltern, mit euren Freunden, mit der Oma. Wir knacken die Wir nehmen auch 50. Fake-Accounts. Heute ist egal. Und schwupps sind wieder zwei raus. Mann. Okay, Das Q3, läuft jetzt ja. geht's um die Wurst. Das kann man auch so langsam ein bisschen ernster werden. Aber nur langsam. Ja, die 40 Leute tun mir auch ein bisschen leid, hier zuzuhören. Wenn wir ja, uns eigentlich nur gegenseitig ansalzen. Freu dich auf Hockenheim, ich werde dich 3 Tage nur ansalzen. Ja, So, noch weiß ja Williams. nicht, ob ich wirklich Karten bestellt habe. Da, doch, passt schon, glaube ich. Big Surprise, wer holt sich die Pole? Also, ich habe mich schon ganz früh entschieden, der Marc macht's. Renault Der Power. Marc macht's. Das klingt auch nach einem Hashtag, oder? Hashtag der Marc macht's. Hast du denn heute übrigens an die Hashtags gedacht, Hast du an die Fahrhilfen gedacht? Charlie? Nee, beim Kommentieren mache ich tatsächlich ohne Fahrhilfen. Manchmal habe ich Merkt ABS man. an, aber. Tatsächlich.
So. Okay, Als was ist das jetzt für ein erstes Trick? rausgefahren, sofort wieder rein. Er schließt sich mir nicht. Wahrscheinlich gebrauchte Reifen ausgewählt. Oder ist Dann es gehen wir doch. die neue Ja. Taktik? Hansi ist dann unser erster Fahrer, der auf die gezeitete Runde geht. Könnte, wenn ihr auf Pole fährt, ich glaube, die letzte Pole Position von einem Ferrari in Brasilien dürfte Felipe Massa 2008 gewesen sein. Das ist schon ein Weilchen her. Er könnte sich ja bald ändern. Also heute, nicht in ein paar Wochen. Du meinst Samstag? Ach so, ist schon soweit? Ja, Ja. ist schon soweit. Ich glaube, irgendwann in Runde 51 in Hockenheim habe ich abgeschaltet. Ja. Kim, 44 Leute im Chat. Hashtag Blast. Oh ja. Danke an alle. Meine, wenn man noch am gleichen Tag Geburtstag hat, dann will ich noch doppelt. Oh, Also am Muki war gleichen schon Tag Geburtstag davor. wie Hamilton. Mark 177. Beste Rundenzeit. Hansi auf P2. 4 Zehntel dahinter. Papo nochmal schneller. 175. Und RBF in Leipzig hat schon wieder Verkehr. Renault von Grumerio, der hat ihn bestimmt gestört. Also Papo haut mir gerade so ein bisschen die Kinnlade runter, muss ich sagen. Das ist eine sehr gute Runde. Also die Pace gerade aus Q2, die beweist ja hier wieder. So, bis jetzt alle eine Runde gesetzt, außer P9 und 10. Papo, Die ja, die Rundenzeit beiden ist echt gut. Muss man schon sagen. Red Bulls eher am Schwächeln. Ja, Leipzig, der hatte Verkehr. Das hat gekostet. Und Also für Adis Verhältnisse war das schon eine sehr, sehr starke Runde. ah, J-Player ist wieder im Chat. Guten Abend, mein Beileid. Von P9 und von P10 haben wir noch keine Zeit. Mal sehen, ob jetzt die richtigen Reifen aufgesteckt wurden. Holt auf jeden Fall Schwung. Und beginnt jetzt die Runde. Victor Price hat auch gefragt, wer denn die Pole holt. Das hast du ja schon beantwortet mit Mark. Jetzt ist es natürlich ein bisschen verfälscht. Aber ich tippe jetzt auf Papo. Komm, Ja, das ist komm. einfaches Geld. Machen wir ein Tippspiel. Ich wette, Hamilton wird dieses Jahr Formel 1 Weltmeister. Ja, das ist könnte knapp werden. Macht noch ein zweites Wetttippspiel. Ich lande vor dir in der A. Ich mache ein drittes Wettspiel auf. Ich lande vor dir in der Sim. Ja, da fahr ja niemand mit. Da war ich ja einfach zu gut, wie man gesehen hat. Ja, der einzige Weg, dich zu stoppen, ist, dich einmal umzudrehen. Das habe ich schon selber geschafft. Moment, keiner auf einer schnellen Runde. Hat wieder die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Na doch, der Williams geht jetzt auf seine Schnelle. Ja, hatte abgebrochen, die Rundenzeit war ungültig. Nach seinem Magic Trick da am Anfang. Gespannt, was da jetzt kommt. Macht es jetzt auch hier im Qualifying Sinn, von der Ideallinie auf die Innenseite wechseln und wieder zurück, oder ist das nur im Rennen effektiv? Ich glaube nicht, dass es so effektiv im Quali ist, aber wenn es effektiv ist, dann ist Major sicherlich der Erste, der das entdecken wird.
Habe ich keinen Zweifel dran. Übrigens, müssen wir auch mal Gromerio hier loben. Mein erstes Rennen in der Liga und Q3, das lässt sich sehen. Ja, ich bin auch gespannt, bis jetzt ja noch keine Rundenzeit von ihm. Aber es ist so eng hier auf dieser Strecke. Und da kann er auch weiter hinauskommen, außer jetzt hier in die Reihe 5. Und wir haben einen neuen Zweitplatzierten. 1 Minute 713 und damit 200stel vor Marc. Und Gromerio kommt jetzt gleich auch über die Linie. Bei den Rundenzeiten nicht so gut. 1,9 beinahe. Da muss also er noch mich überrascht, dass das Timing von so einem wie Spezi zum Beispiel gerade total ist. Jetzt auf einer schnellen Runde, wenn er jetzt zu Ende fährt und dann danach die Runde in die Box fährt, dann wird das alles sehr, sehr knapp. Ja. Also man möchte ja eigentlich die bestmögliche Strecke mitnehmen. Deswegen, okay, auf P6. Interessant, dass er jetzt gerade die schnelle Runde fährt. Oder fährt er rein? Das würde dann noch aufgehen, fährt aber durch. Und das doch eher SO5 auch ein bisschen Zeit liegen lassen. Überrascht mich. War jetzt 800stel langsamer. Das hätte er ja schon vorher ahnen können. Also will durchziehen. Kann aber gar nicht. Er hat keine Airs mehr. Und auch keinen Sprit mehr für jetzt eine langsame und dann eine Runde zu machen. Taktisch war das nicht gut gehandhabt. Papo geht jetzt auf die Strecke. Marc ist schon draußen. UFL1 Senna fragt, erste Prognose für das Rennen. Wird spannend. Das kann ich unterschreiben. Ja. Ach ja, und soll trocken bleiben, ne? Genau. Ja, wenn es hier regnet, musst du mit dem Ballast auch echt aufpassen. Also ich hatte es am Sonntag. Wir wussten, okay, es regnet gegen Mitte oder Ende des Rennens. Wir sind gestartet und in der Einführungsrunde sagt er schon, ja, in 5 Minuten gibt es Regen. Bin dann extra mit 6 Ballast fahren, habe in trockenen Notpositionen verloren und konnte dann ja, am Ende im Regen, im Gegensatz zu vielen anderen, das Auto irgendwie noch auf der Strecke halten, weil ab 7, 8 Ballast im Regen wird es hier echt unfahrbar. Ja. Jedenfalls für mich. J-Player schreibt, Senna S gibt es sofort Flügelschäden in der ersten Runde. Nicht ganz unwahrscheinlich. Ja, da werden noch einige neben der Fahrbahn sein und sonstiges. Also, irgendein Flügel liegt eigentlich immer in der ersten Kurve. Aber wäre schön, wenn es anders läuft heute. Papo ist nochmal raus. Marc hat er gecuttet und auch nicht mehr genügend Sprit dabei. Der wird sich wohl nicht verbessern können. Papo setzt nochmal nach. Bisschen querstehend, aber sollte okay sein. Ausbeschleunigen, ganz wichtig, war im zweiten Gang ein bisschen niedrig. Eigentlich will man das im dritten Gang halten, um den Schwung mitnehmen zu können. Ja, aber wenn er sich verbessert, dann hat er die Pole sicher, da bin ich nicht dran. Schafft er nicht, um 600stel gescheitert an seiner eigenen Runde. Aber was macht der zweite Red Bull? Jetzt über die Linie, P2. Gute Runde. Marc ist doch nochmal draußen, hatte ich falsch eingeschätzt. War ein Tick vorne, aber die vorletzte Kurve war nicht gut. Und am Ende sind es halt 300stel, die ja zu langsam ist.
Ja, und da haben wir jetzt das Problem, was wir angesprochen hatten bei Spezi. Der fährt jetzt in die Box und durch ist das Trolley. Ja, man weiß ja natürlich nicht, ob er vielleicht nur noch einen Satz über hatte. Aber selbst dann wäre ich ja spät rausgefahren. Also es ist, ja, nicht unbedingt glücklich gelaufen. So, ich bin jetzt mal gespannt. P2 und P3 sind in der Meisterschaft direkt nebeneinander und hier auf der Strecke auch nebeneinander. Jetzt muss er aufpassen, während Moki das Auto wegwirft, dass er ihm nicht noch Windschatten gibt. Papu verbessert sich nochmal im zweiten Versuch. 7-4. Red Bull fährt rein. So, Williams, Mercedes Power. Oh, was war mit deiner Aussage? Wenn er sich verbessert, ist das die Pole? Ja. Ja, 2000. Das Glück muss man auch erstmal haben. Die Runden würde ich mir gerne nebeneinander sehen. ADI, P3, Mark P4, Nox ist noch unterwegs. Herr Nox hat auch einiges auf dem Kasten. Also der kann hier auch überraschen. Jetzt muss er den Honda-Motor hier hochquellen im Berg und P3. P3. Und Oh, ist das das Feld eng war's. beieinander. Meine Güte. Und damit ist dein Pole-Tipp auf P6. Bei der 177. So kann es gehen. Danke, dass du das nochmal so herausgestellt hast. Gerne doch. Seh doch immer deine guten Seiten. Ganz bitte. Ja. Dafür der Williams ja jetzt auf Pole. Talent setzt sich ja durch. Und davon hat er jede Menge. Schon das ein oder andere Rennen ja gewonnen. 3000 zeigt er jetzt an vor Papo. Nox, ein Red Bull vor dem RB-Fan Leipzig. Ganz knapp mit Marc. Moki P7, Hansi 8, 9, Spesi. Und Gromerio in Anführungszeichen nur der 10. Platz, aber trotzdem starkes Debüt bis jetzt. Marc schreibt gerade, tut mir leid, Charlie. Ja, tut es dir hoffentlich auch. Ich werde hier öffentlich gedemütigt von Kim. Ach man, Marc, ist noch nichts vorbei. Da haben wir schon so viele Aufholjagden gesehen in dieser Liga, in der Saison. Das kann hier jeder von, ob es P1 oder P15 ist, von mir aus auch P19, da kann jeder hier gewinnen, bei dem, was wir alle schon gesehen haben. Also gerade in der C-Liga, ich weiß nicht, was mit den Jungs los ist, aber wenn ich mir A, die Sim-Liga, wo wir ja selber fahren, B verfolge ich nochmal ab und zu, in der C-Liga ist es ganz häufig so, dass einer von den Guten in Anführungszeichen irgendwie pappen bleibt und hinten steht und sich dann einmal durchs Feld kämpfen muss. Ja, also das haben wir sehr oft gesehen, das stimmt schon. Also Hansi ist da so ein Kandidat. Kimme macht es ja heute wahrscheinlich wieder. Nox haben wir auch schon von ganz hinten gesehen. Also da waren einige wunderbare Aufholjagden. Und wer weiß, wer in der ersten Kurve vielleicht falsch rum steht, der kann das dann ja auch nochmal zeigen. Ja, Marc schreibt, ich bin doch bloß Ersatzfahrer. Marc, ich will keine Entschuldigung, ich will Ergebnisse sehen. Und Big Surprise schreibt, schön liken, damit Kim und Charlie morgen was zu essen haben. Ja, also zwischen uns, Kim, die UFL, die zahlt ja nicht gut. Das ist schon schwierig, sich da über die Runden zu halten, ne? Ja, bei mir gibt's morgen Salzstangen. Ohne Salz, da kann ich mir nicht leisten. So, Big Ja. Surprise, 4 Minuten nach 8, also in 5 Minuten geht's los. So, Hashtag Zeit, Mark for Victory.
Wenn er nicht schon auf Pole ist, dann jetzt Mark for Victory. Das heißt, du tippst Mark auf P1? Ja, müssen wir gucken. Es ist so eng, ich kann es noch nicht ehrlich einschätzen. Ich tippe Marc aufs Podium, der wird Dritter. Und dann auf P1, heute hat RB Fan Leipzig mal Glück. Der gewinnt das heute, ganz überraschend. Marc, überhaupt keinen Druck, stell dich so an. Ich glaube an dich. Und dann haben wir den Williams auf P2. Ja, ich sag dann mal, um Marc ein bisschen weniger Druck zu machen, sage ich mal Marc auf P1. Nein. Ich sag mal, Pape überrascht heute alle. Der gewinnt das Ding heute. Auf P2 haben wir Marc. Bisschen Druck muss man ja auch machen, ne? Sonst wäre er langweilig. Und auf P3, komplett überraschend, sage ich Kimme. Ich sag, der krempelt heute das ganze Feld um und landet irgendwie noch im Podium. Und am Ende haben wir beide Unrecht. Und es wird wieder ein komplett chaotisches Rennen. Da wir haben bis jetzt noch nie recht gehabt, oder? Ich glaube nicht. Also, als wir gerade im Quali getippt haben, ich habe auf jemanden getippt, der 2,5 Zehntel Vorsprung hat und ich habe trotzdem verloren. Also, läuft nicht. Senna schreibt, hoffen, alle kommen safe durch die erste Kurve, aber Kim, du kannst es ja berichten, die Gefahren lauern nicht nur in den Kurven, sondern auch auf der Geraden. Da muss man ein Auge auf den Hintermann immer haben. Ja, absolut. Also verbremsen ist da echt einfach. Also wer da nicht wachsam ist, der ja, hat da gerne mal ein Problem. Aber ich denke, das gibt es auf jeder Strecke. Von daher, es ist auf jeder Strecke absolute Vorsicht gefragt. Es ist eine der alten Strecken, das heißt, hier gibt es keinen Parkplatz, wo man da ausweichen kann, wie in Russland oder Frankreich, sondern hier ist Gras und Kies und Wand. Von daher ist da nicht viel Spielraum, es ist nicht die breiteste Strecke. Von daher werden wir den einen oder anderen Rasenmäher heute sehen und hoffen, dass alle heil bleiben. Vielleicht kriegen wir auch mal einen Safety Car. Das wäre doch mal was. Darf ich das heute fahren? Na gut, du darfst fahren. Der kleine Kim an Okay. Steuer. Das hätte ich gestern so gerne gehabt. Ich war auf den Mediums draußen. Ich war dadurch, weil ich der Einzige war, der noch nicht in der Box war, auf 1, wenn ein Safety gekommen wäre. Ich wäre, sagen wir mal, als Zweiter oder Dritter, schlechtestensfalls wieder auf die Strecke gekommen. Ja, so kann es gehen. Aber wenn ich das Safety Car dann fahre, ne, darf ich mit Fahrhilfen fahren? Sonst drehe ich mich. Kann ich nicht. Was kannst du eigentlich? Kommentieren kann ich. Hoffe ich. Glaube ich, vielleicht. Chat schreibt, man kann der King kommentieren. Macht er das gut? Bitte seid lieb zu mir. Bitte. Ja, wenn jetzt keiner antwortet, wäre es fast schon schlimmer. Nee, schreibt keiner was. Ja, Marc sagt sehr gut sogar. Da ist der Marc. Ach, ich ändere meinen Tipp. Marc gewinnt das Ding heute. Das ist der Mann. Marc, wenn du Merch hast, ne, so ein T-Shirt mit deinem Namen drauf, ich bin der Erste, der das kauft. Sagt ihr das? Das, also das, was du jetzt sagst, Kim, das ist wie eine Ohrfeige gerade für mich mit einem Handschuh geschlagen. Ja, zur Erklärung. Charlie hat mir offizielle Ferrari-Handschuhe geschenkt. Und die sind heute angekommen. Ich bin ihm sehr dankbar. Ich hoffe, ich zeige das auch zu Genüge heute. Bin ja eigentlich immer nett zu ihm. Also.
Bei so einem Co-Kommentator kann man das ja schon mal machen. Also, man merke, UFL zahlt nicht gut, aber Charlie schon. Ich warte immer noch auf meine 8,50 € von Merkur für die Thumbnails. Die willst du nie kriegen. Der PayPal ist auf Englisch. Beste Begründung ever. Aber wenn So, er das jetzt gesehen schauen hat, habe ich die nächste Hate-Message. wir mal. Ja, check mal lieber WhatsApp jetzt. Also, Nee, keine Zeit, seliger jetzt. Major vor Papo auf den Supersoft, dann Nox, Adi, RB Fan Leipzig auf den Softreifen, Mark auf den Supersoft, Moki auf den Supersoft, genauso wie Hansi, Spesi dazwischen nochmal mit den Softreifen und Gromerio auf den Supersoft-Reifen. Die Reifen sind gebraucht. Dann freie Reifenwahl, explizit Charmaine auf den Soft, Massiv und Hosea beide auf dem Medium-Reifen. Kimme auf den Supersoft. Der will's wissen, der will bestimmt hier direkt am Start hier gut durchkommen und Plätze gut machen. Steffen King auf den Supersoft. Harris Soft Base auf dem Medium. Und auf P19 Nils Druide ebenfalls auf den Softreifen. Du Charlie, warum erinnerst du mich nicht? Das Wichtigste habe ich heute vergessen. Ich habe noch nicht den Helm des Tages gekürt. Was ist hier eigentlich los? Ja, Und Apfelmus. Schau dir Apfelmus, der feuert hier auch die Fahrer an. Also, Helm des Tages geht mit großem Abstand an Nils Druide. Haben wir das auch geklärt? Quasi besser als der Sieg. Ja. Sag nichts Falsches. Ja, War wohl ich stimme überein. besser als dein Helm mit Silberstreifen. Ich sag da nichts zu. 54 Leute im Stream läuft. 55. So, großer Preis von Brasilien hier in der Zielliga, ultimative F1-Sieger. Geht jetzt gleich los. 3, 4, 5 rote Ampeln. Und das Rennen ist freigegeben. Wie kommen sie weg? Major kann die Führung Adi halten. kommt besser weg als Nox. Adi auf 3. Da hinten, Nils Hält Ruede, Nox glaube ich, gegen, weit. ja. Nox einen sehr guten Start. Adi, P4. Wie geht's da hinten weiter? Major hat schon Moki den Major greift an. gemacht. Muki sticht rein gegen RB Fan Leipzig. Ist es auf der Innenseite. Weiter vorne wird auch hart gekämpft. Da sortieren sie sich. Marc bleibt hier erstmal Fünfter. Nox P4. Davor Adi auf 3. Werden sie sich irgendwie einig? Explizit macht eine Position gegen Spesi gut. Ja, und Kimmel schon von 15 auf 11. Kann es auch weitergehen. Auch Gromerio einen guten Start, zwei Positionen gut gemacht. So, kann Papo jetzt angreifen ohne DRS? Er hat sich komplett sein ganzes ERS aufgespart. Und es ist schwer, hier wegzufahren. Wenn Major wegfahrt kann, dann muss er es jetzt machen. Er ist schon so weit weg, dass er nicht nach innen fährt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihm geht's nicht gut. Ja, da hinten wird es ein bisschen enger. Adi, Nox und Moki alle eng beisammen. McShamin führt hier gerade bei mir. Die Anzeige buggt wieder ein bisschen. Nox greift an und Adi muss schon den Major machen. Ja, also Adi und Nox, auch wenn es jetzt von den Zeiten her gerade nicht so aussieht, die haben immer noch gute Karten. Weil die Supersofts werden nicht ewig so schnell sein. Ja, Marc müsste jetzt angreifen, vorbeikommen. Und was positiv ist, keiner ist an die Box gefahren. Das heißt, es sollten noch alle Flügelteile dran sein. Auch positiv. Ja, das ist doch schon mal eine sehr gute Nachricht. Wir haben. Dann der Gap in Sektor 3. Papo hat sich gedreht! Wie Senna 94, vorletzte Kurve, zu viel Gas gegeben, innen reingedreht.
Und er fällt zurück, ist jetzt 12., ist 13., weit zurückgefallen. Spesi ist noch vorbeigekommen. Ja, das war es denn mit meinem Tipp. Max Sherman gibt die Session auf, Hi-Res auch. Gab es da eine Kollision? Hast du was gesehen? Leider sehen wir nichts mehr. Wir können die auch gerade nicht auswählen. Wir haben einen Safety Car. Safety Car. Juhu, und das, mein Einsatz. Das hilft jetzt auch den Supersoft-Fahrern wie Major, wie Mark oder auch Moki. Das ist jetzt die Frage, ob es das wirklich tut. Weil wenn es jetzt so früh ist, um jetzt auf die Mediums zu gehen zum Beispiel, wer weiß, wie lange die halten. Wenn das jetzt zu früh ist, dann hilft es eher den Soft-Leuten. Na, die können ihre Strategie getrost weiterfahren und ja, verlieren jetzt gerade in den Runden, wo die Supersofts schneller sind, nicht so viel Zeit. Aber wenn du jetzt nicht mit den Reifen klarkommst, du weißt, okay, ich muss jetzt einen Zwei-Stop fahren, dann hilft es dir, dann kannst du jetzt schon den ersten Stop machen, unter Safety-Car-Bedingungen relativ wenig verlieren. Schauen wir mal an, was die Jungs jetzt hier machen. Ich glaube trotzdem, dass der Zwei-Stop selbst mit Safety-Car das Todesurteil ist. Was den Rennsieg angeht. Weil du musst nachher durchs ganze Feld. Da wird jetzt ganz sicher nicht jeder reinfahren. Ja. Major bleibt draußen, Adi bleibt draußen. Romero. Wir haben Romero, ja, der riskiert was. Und Spesi. Auf den Softs geht Spesi rein. Ja, das ist jetzt interessant. Stephen King geht an aber, die Box. Aber warum nicht jetzt die Mediums aufziehen, gucken. Wer weiß, vielleicht halten die ja, dann könnte das ein Glücksgriff sein. Ich meine, er war außerhalb der Punkte. Stephen King wechselt auch die Nase. Natürlich auch jetzt perfekt. Spesi wechselt auch die Nase. Ja. Und Spesi geht auf den Mediums. Finde ich, ist ein guter Griff. Also wenn Griff. Er das durchfahren kann, dann hat er gute Chancen auf Punkte hier. Ja. Und selbst wenn die Reifen nicht halten, dann kann man noch ganz zum Schluss die weichsten Reifen nehmen und noch einen Schlussspurt machen. Während die anderen ein bisschen mit den Reifen zu kämpfen haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Major führt. Für ihn war es jetzt ein bisschen blöd. Osea 5 Sekunden hat mit Hansi kollidiert. Okay. Für den lief Safety Car, das ist ja komisch. Major hat jetzt ein Problem. Er hatte nach dem Dreher von Papo 4 Sekunden Vorsprung. Die sind jetzt futsch. Und Papo ist auf P11. Er hat die Supersoft-Reifen. Mal sehen, wie er jetzt wieder durchkommen kann. Das wird nicht so einfach. Vorne an der Spitze war es relativ eng von den Zeiten. Safety Car kommt jetzt schon in dieser Runde rein. Relativ schnell. Mal sehen, vielleicht kann Adi profitieren. Ich sag mal voraus, Meter fährt nach innen. Ja. Ja, DRS deaktiviert von der Rennleitung. Ah, Adi guckt mal auf der Innenseite, muss aber auch nach hinten gucken, macht einen Fehler. Ja. Kollidieren, die beiden Red Bull kollidieren. Raus. Ja. Da konnte Marc, glaube ich, nicht viel für. Schade, ich hab's nicht genau gesehen. Gucken, ob der Flügel da auch heil ist. Das Druide kann jetzt profitieren. Ja. Der ist übrigens von 19 auf 9 gefahren, also starke Leistung. Marc hat's erwischt, der ist auf P9, aber RBFN Leipzig hat's richtig erwischt. Der ist bis auf Position 14 und der hat auch Frontflügelschaden davon getragen. Die zwei Red Bulls haben sich berührt und das Rennen gegenseitig kaputt gemacht. Adi hatte da verhältnismäßig noch wenig Schaden, denn er hat nur den zweiten Platz verloren. Ja, es ist natürlich auch schwer, wenn man quer steht, das Auto dann wieder abzufangen. Aber ja, Leipzig und auch Marc konnten da ja wirklich wenig für. Und Leipzig kriegt eigentlich keine Pause. Ja, es tut mir schon leid für den. Da war jetzt komplett unschuldig. Explizit bekommt Druck. Papo. Außenseite. Versucht ein Switchback. Ist mit mehr Schwung. Zeitstrafen sind hier auch ein großes Thema. Ist sehr einfach, hier Zeitstrafen zu bekommen. Ja, Major ist knapp 2 Sekunden weg und macht immer noch den Major. So, wie hört ihr das? Ja, Papo kommt noch nicht vorbei. Explizit
deutlich schneller, aber der verteidigt halt gut. Romero die ersten 3 Sekunden. Marc macht eine Position gegen Hosea gut. Aber der kämpft sich schon wieder nach vorne. Spricht auch dafür, dass das Auto funktioniert, kein Flügelschaden da ist. Mal gespannt, ob Adi jetzt mit Nox weiter mithalten kann. Gerade sieht es nicht so aus. Ja. Wer weiß, vielleicht ist da auch ein bisschen was beschädigt. Mal gucken, Papo hat die Position gegen Kimme verloren. Will jetzt versuchen, die zurückzuholen. Kimme ist schon auf 5. Meine Güte. Hansi holt sich 3 Sekunden. Explizit macht wieder die Türe zu. Wieder versucht es Switchbacks. Und so wie es aussieht, ist er vorbei. Ja. Der Kimme geht hier durch. Wie ein heißes Messer durch die Butter. Ein bisschen blöd für Papo ist es das jetzt gelaufen, dass er davon nicht profitieren konnte. So wie es aussieht, kann er schneller. Das wird sich aber bald ändern. Spezi ist auf Abwägen. 2 Positionen verloren. Ich habe nicht gesehen, was da passiert ist. Er war komplett neben der Strecke. Ja, da war auch irgendeine Berührung. Der Frontflügel in sehr starken Schaden hier. Quasi nichts mehr übrig auf der einen Seite. Der wird jetzt auch wieder in die Box gehen. Ja, und Major fährt im Moment alleine. Nox und Adi beschäftigen sich gegenseitig. Papu jetzt... Ah, der fährt sich im Flügel kaputt. An explizit. Kimme schon auf 4. Wozu fährt man überhaupt noch Qualifying? Also... Moki spielt ein bisschen. 10-8, schnellste Rennrunde. Jetzt dürfte langsam das Fenster kommen, in der die Softs eigentlich schneller werden als die Super Softs. Jetzt sieht man da noch nicht so viel von vorne. Spezi an die Box gegangen, Softreifen jetzt. Ja, daran kann er dann jetzt auch knicken. Papo wird jetzt vermutlich vom Marc geschluckt. Versucht sie zu verteidigen. Überholmodus, aber Renault ist vorbei schon vor der ersten Kurve. Verbremst sich ein bisschen, aber hat die Nase weiterhin vorne durch das Senna S. Papo rutscht auf 7 und Marc wieder zurück auf die 6. Und kann auch nicht kontern. Verbremst sich sogar noch ein wenig. Ja, da vorne sieht auch alles recht stabil aus gerade. Die bleibt immer gerade so im DRS-Fenster und kann dann noch mithalten. Major macht jetzt auch keine Zeit mehr gut gerade. Auf den Supersoft. Ja, die Reifen aber sind jetzt bestimmt im Bereich, wo die nicht mehr eine bessere Performance bieten gegenüber den Softreifen. Nox jetzt ein bisschen aufholen kann, dann hat er echt gut Karten, weil 3,2 Sekunden ja, sieht zwar auf der Strecke nach einigem aus, aber ist doch im Endeffekt gar nicht so viel, da vielleicht eine Zeitstrafe noch dazu kommt. Ja, Überholmanöver Romero jetzt. Ende auf den weichen Reifen. Papo geht an die Box und Romero geht vorbei an den Mercedes von Hosea. Oh, da gab es noch eine kleine Berührung. Nils geht vorbei an Massive. Dann geben wir dem Helmet of the Day mal ein bisschen Screentime. Das finde ich gut. Dann haben wir gleich die 70 Zuschauer. So, wo kommt Papo wieder auf die Strecke?
P14, hinter ihm Hansi und da kommt er auch davor raus. Passt um 2-3 Sekündchen. Spiel holt sich 3 Sekunden, dann Rennen zu vergessen für ihn bis jetzt. RB-Fan Leipzig ebenso, P16 nur. Das wird sich für Spezi auch nicht ändern. Also er muss auf jeden Fall nochmal in die Box. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Major geht an die Box. War spannend, wo kommt er raus? Er muss sicherlich einiges überholen gleich. Ja, und welche Reifen zieht er auf? Der ist ein Kandidat für 2-Stop und sind wieder die Soft-Reifen. Sicher? Nee, sind die Super-Soft. Also bei mir sind's... Also ich... was macht er denn? Ja, der Major macht den 2-Stop wieder. Also ich bekomme hier 3 Reifen gelb, 1 Reifen rot angezeigt. Die Anzeige sagt Supersoft, das glaube ich dann jetzt einfach mal. Major ist auf dem 2-Stop. So, wie sieht's das aus? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Position 11. Und vor sich hat er 2 Sekunden Abstand, das ist okay. Aber Softreifen, Mediumreifen, Mediumreifen, Softreifen, wieder Mediumreifen. Die Jungs werden noch ein ganzes bisschen draußen bleiben. Die kämpfen alle miteinander. Haben alle Windschatten von dem Vordermann, alle DAS. Das ist gar nicht so einfach, da durchzukommen, auch wenn er jetzt die besseren Reifen hat. Also der muss zaubern jetzt. Also für mich hat er gerade den Sieg weggeworfen. Also das ist echt... Ja. Da hat er wohl die Strategieabteilung von Ferrari erwischt. Ja. Nox dreht auf. Hat jetzt in der letzten Runde ungefähr eine Sekunde auf Adi gut gemacht. Er weiß es natürlich, dass das die wichtigen Runden sind, um jetzt Boden gut zu machen. So, jetzt mal gucken, wie sich Major im Verkehr schlägt. Hat jetzt den ersten vor sich. Bremst sich innen rein und kriegt die Kurve. Hat seinen Teamkollegen jetzt vor sich. Den ersten hat er schon. Und den zweiten, sein Teamkollegen, der wird ja wohl kaum große Gegenwehr leisten. Geht auf die Innenbahn, hat noch ein bisschen Windschatten. Geht aber weit rüber. Ja, hat er ein bisschen Glück gehabt. Gibt den da noch ein bisschen ein mit dem Base. Also das wäre seine Schuld gewesen, wenn das schief gegangen wäre. Wenn ja. Er jetzt hier... Boah, da hat er auch Glück, dass er da noch mitspielt. Glück haben, dass er da mitspielt, ja. Also sehr riskant, wird er belohnt für bis hierhin. Na, kommt jetzt die nächste Attacke? Naja, doch nicht. Ja, hier ist es natürlich mit Risiko verbunden. Wenn er jetzt noch ein bisschen wartet statt Ziel, sieht die Welt schon ein bisschen einfacher aus. Gelb im zweiten Sektor, Spesi gibt auf. Ja, verständlich. Ja. Und Major geht jetzt hier schon vor der Startziellinie vorbei. Massiv hat Platz gemacht. Schon auf ERS-Mittel gestellt. Ja. Also sehr erfolgreiche Runde für ihn, dass er schnell ja, durchgekommen. Sehr viel Glück. Also. Ja. Zweimal. Hätte... Hat er da sehr viel Glück gehabt. So, Nox gerade deutlich schneller als Adi. Haut den schon wieder eine Runde drauf. Eine Sekunde in diesen anderthalb Runden. Und Kimmel kann gut mithalten, der fällt immer noch auf den Supersoft. Der, also das sieht nach einem Einstopp aus, obwohl er die weicheren Reifen hat. Ich meine, es war auch Kimme, der ja in Österreich 16 Runden auf den weichesten Reifen da durchgehalten hat. War es Kimme oder war es nicht Nox? Ich bin mir gar nicht sicher. Mag auch sein, dass du recht hast. Bleibt auf jeden Fall jetzt auch in dieser Runde wieder draußen. Spricht alles für einen Einstopp. Major, schnellste Rennrunde. Klar, mit den Reifen muss das jetzt auch funktionieren. Ist jetzt ja dran an Hosea. Der auch einen kleinen Fehler gemacht hat. Auch Comirio davor. Übrigens stark auf P5 im ersten Rennen. Ja, Hosea lässt ihn gewähren. Und Moki verlässt uns. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das aufgehen soll für Major. Also er kommt wirklich gut durchs Feld, das kann man ja nicht anders sagen. Aber
Dann muss er noch mal rein und er hat noch einiges aufzuholen. Ja, den Romerio, das ist ein neuer Fahrer, den kann er noch nicht einschätzen. Auch Marc übrigens auf 2 Stop. Er macht den Major. Major muss auf Hält die er gegen? Außenseite. Ja, schön, dass er sich wehrt und nicht vorbeiwinkt für uns natürlich. Ja, absolut. Aber ist halt. Ne, ist nicht drin. 11 Runden halt ein Softreifen. Major macht den Major. Lock schon wieder eine Sekunde. Der hat hier alle Möglichkeiten jetzt. Major hat aktuell 12,7 Sekunden Abstand zum Führenden. Und er muss nochmal rein. Ja, einziger Vorteil für ihn ist, er kann zum Schluss die Soft anstatt die Medium nehmen. Aber diese 12 Sekunden, die muss er auch erstmal zufahren. Nox jetzt an der Box. Nox in der Box. 20. Und Adi tut's ihm Adi gleich. auch. Und Kimmer auch auf Super Soft. Ja. Kann man mal machen. Viel los in der Box jetzt. Mal gucken, wo sie jetzt alle rauskommen. Das spielt natürlich auch Major wieder in die Karten. Hier wird er jetzt natürlich alle überholen. Und das Ganze geht nur auf mit freier Fahrt. So, Nox kommt auf P6 raus vor Base. Der ist noch auf Medium-Reifen unterwegs, auf abgefahren. Wichtig, dass er da nicht aufgehalten wird. Mark ist auf Oh, P8. Romerio neben der Strecke. Ärgerlich. Und da fehlt auch was vom Flügel. Nicht gesehen, was da passiert ist. Ach, schade. Ja, Adi hängt hinter jetzt den beiden Renaults. Romerio, so es aussieht, muss er jetzt auch wieder an die Box. Das sieht nicht schnell aus. Bekommt, glaube ich, schon seinen Teamkollegen einen mit, so sah es jedenfalls aus. Weiß Explizit nicht, an die sieht's der Box. Führende an der Box? Major holt sich dann die Führung wieder zurück, wird die wieder abgeben, wenn er dann zum zweiten Mal in die Box kommt. Dann ist die Frage, kann er dann die Aufholjagd bis ganz nach vorne durchsetzen? Das ist ja wirklich die Frage, ob er es wirklich abgeben wird. Wenn er jetzt wirklich die Reifen noch halten, er wirklich reinhaut. Ja, nee, die wird er abgeben. Nee, wird er abgeben, ja. 8,4 Sekunden ist Nox dahinter. Explizit Der wird jetzt kommt. nicht 13, 14 Sekunden rausfahren vor dem Boxenstopp, das sehe ich nicht mehr passieren. Ja. Kommt auf P9 vor Papo. Jetzt haben wir viele Medium-Fahrer. Mark und Major sind die Ausnahme, die sind auf den Super Soft. Und Papo auf den Soft, ansonsten alle auf Medium. Aber Nox muss er jetzt auch erstmal überholen. 2 Leute hat er da direkt vor sich. Beide auf Mediums. Er hat ja jetzt nicht diesen Riesenvorteil, den Major hatte. Ja, ist noch nicht nah genug dran. Kriegt ein bisschen Windschatten, aber es reicht noch nicht zum Überholen. Massiv jetzt ein bisschen einen Fehler macht. Aber sah eher ungünstig aus bei Nox. Aber fährt genauso schnell wie Major momentan. Ja, das ist ärgerlich für ihn. Major hat schön freie Fahrt, das ist genau das, was er braucht. Und Nox wird hier aufgehalten. Ah, hier bitte nicht, das geht nur selten gut.
Er muss jetzt vorbei. Ja, kommt hier viel besser durch. Ist jetzt schon am Diffusor dran, holt ein bisschen mehr Schwung. So, innen oder außen. Kann auf die Innenbahn. Sauber. Immer noch auf gleiche Höhe. Spielt dann fair mit. Und steht ihm nicht groß im Weg. Winkt ihn natürlich aber auch nicht vorbei. So, jetzt ist der nächste Hosea eine Sekunde. Oh, und die zwei, der will er doch nochmal kontern. Oh, nee. Da war er auf der Innenseite und Nox hat ihn nicht mehr gesehen, hat die Türe zugemacht. Es gab die Berührung und ja, die zwei haben sich gegenseitig dann ausgehebelt. Nox kann weiterfahren. Du bist ja, aber warum kontert man denn da? Kann ich nicht nachvollziehen. Das bringt doch nichts. Erinnert mich ein bisschen an Montoya und Verstappen. Oder was für Sekunde, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Alles, was wir nicht gebrauchen, alles, was Nox nicht gebrauchen kann. Ist der Flügel ganz? Ich fürchte, nein. Damit, wenn der Flügel nicht ganz ist, Nox bleibt draußen, wenn der Flügel nicht ganz ist, hat Major den Sieg jetzt auf dem Silbertablett bekommen. Ja, hat wohl jetzt Glück gehabt. Base. Adi muss nach außen, Base verteidigt hart. Ja, hilft jetzt seinen Teamkollegen. Massiv muss an die Box. Hat so. San Jose ja vorbei. Der Williams scheint wohl doch alles in Ordnung ja. zu sein. Oh, auch Major. Ist der Adi aber ja, bekommt gar keinen Platz über. Wenig bis gar keinen Platz, kleine Berührung. Und Marc Freuds, der holt von hinten auf. Gelb im zweiten Sektor. Wieder aufgehoben. Wer war das denn nochmal, der mit Nox gerade zusammengetauscht ist? Es müsste Massiv gewesen sein. Genau, der ist jetzt an der Box, holt sich neue Softreifen. Explizit aber mal komplett am Rad nehmen gewesen. Die 10 Sekunden kann ich nachvollziehen. Ich weiß natürlich nicht, was davor passiert ist. Ich habe ihn nur komplett in Narnia gesehen. Hosea geht an die Box. Das freut Nox. Und Adi muss vorbei in den Williams, muss wieder auf die Außenbahn. Hat die Nase vorne. Und jetzt außenrum mitziehen. Ja, setzt sich außenrum vorbei, lenkt ein zum Scheitelpunkt. Positionsgewinn. Mal sehen, wie der Williams angreifen kann. Ob wir was Ähnliches erleben wie eben. Aber er ist ein Tick zu weit weg. Und auch Marc dahinter kann nicht angreifen. Positionswechsel hinten, da Hosea an der Box ist. Machen. Und Nox ein bisschen schneller als Major. Also der Flügel scheint in Ordnung. Ja, Major 10 Runden auf den Reifen. Die sind jetzt demnächst auch am Ende. In den nächsten 2-3 Runden wird er auch an die Box kommen. Explizit geht an die Box, neuen Flügel am Polen auf den Supersoft-Reifen. Den sehen wir wahrscheinlich auch nochmal an der Box. Und Major geht ebenfalls jetzt an die Box. Bin ich gespannt, wo er rauskommt. Dürfte so auf P7 sein. Das ist weiter. Das ist. So, jetzt so weit die würde ich fast dann sagen. Soft-Reifen. Damit wird das Rennen zu Ende fahren. Und Moment, fünfter, wo ist Papo? Papo dürfte noch vorbeigehen, der hat mehr Schwung. Ja. Das wird eng. Nicht. Wird jetzt eng. Nein, bleibt vorne. Ganz wichtig für ihn, Papo schnell unterwegs. Und mit relativ abgefahrenen Reifen. Also wenn der vorbeigekommen wäre, hätte der groß Zeit verloren. Major ist jetzt 10,4 Sekunden hinter dem Führenden, hinter Nox. Hat 1, 2, 3, 4 Autos vor sich, die alle bis zum Ende fahren. Also das ist mal eine Aufgabe. Nee, Base muss noch an die Box, der ist immer noch auf den Startreifen. Ach ja, richtig. Ja, das habe ich nicht übersehen.
Der hält gerade den Kimme auf. Vielleicht kann der den jetzt überholen. Bei Kimme bekomme ich schöne begrenzte Musik. Oh, ich nicht. Es geht rein. Ah, das Problem löst sich gerade. Und Major macht einen gut, ist dann jetzt auf dem vierten Platz. Glaubst du, das geht sich aus? Manager? Ich weiß nicht, ob es für den Sieg ausgeht. Podium erwarte ich auf jeden Fall, dass ein Kimme vorbeikommt. Gerade jetzt, wo die Reifen so einen großen Unterschied haben, muss das funktionieren. Und dann muss er die Lücke erstmal zufahren zu Adi und dann nochmal 5 Sekunden zu Nox. Das wird eine Herausforderung. Glaube ich eher nicht. Also Gerade mal nach P2, schätze ich, Zeitstrafen. wäre, denke ich, das Optimum, was er jetzt noch rausholen kann. Hansi, 3 Sekunden. Keiner von der Zeitstrafe da vorne. Mark hängt hinter Nils Druide, der sauber auf alten Medium-Reifen. Mark mit ganz frischen Soft-Reifen. Ja, schiebt ihn hier schon fast den Berg hoch. Da sollte Ja, man ich jetzt gleich glaube auch eine auch eher Bombe weniger, dass übersehen. sich das aufgeht für Major. Also der Unterschied zwischen den Reifen ist ja jetzt absolut gegeben. Aber ja, in 10 Runden ist der nicht mehr allzu stark. Dürfen die Prozente der Reifen sich einigermaßen angleichen. Dann hat er vielleicht immer noch einen kleinen Vorteil, aber nicht mehr so groß, dass er da vorbeifliegen kann. Und Kimmel wird sich jetzt bestimmt ganz schön breit machen. Muss er auch, ich habe ihn ja aufs Podium getippt. Muss er wenigstens mit einem Recht haben. Ich bin Aber gespannt. Riesenrennen von Kimme, muss man sagen. In Base P15. ist auf den Supersoft unterwegs. Der müsste jetzt auch ähnlich wie Major durchs Feld gleich fliegen. Major ist auf jeden Fall dran. 4 Zehntel der Abstand. Kimmel verteidigt sich. Major ist außenrum. Jetzt vorbei. Kurve 2 fahren sie immer noch nebeneinander. Außenbahn für den Williams. Davon profitiert Kimmel ein bisschen wieder. Wer hat. Ja, der Ferrari hat das DRS. Das sollte reichen, damit er durch Kurve 4 als erstes kommt. So ist es auch. Und Stark Major verteidigt, einfach stark muss und fair dahinter bleiben. verteidigt. Ja. Da ist Ja. Major jetzt ungeduldig und sticht rein. Hier hatte natürlich den Vorteil in den Kurven, aber genau hier kann man halt nicht überholen. Auf jeden Fall ist es nicht ratsam. Es ist eigentlich immer so eine halbe Kamikaze-Aktion. Leipzig hat sich auch gut zurückgekämpft vom letzten Platz auf P5. Sieht man mal, was drin gewesen wäre ohne das Pech. Aber nächster Angriff. Es wird unglaublich Also macht schwierig zu sich ja wieder verteidigen. innen dicht, ja. Macht das Beste und aber ist schon so weit vorne. Verbremst sich ein Geht auch wenig. nach. Vielleicht kontert er ja jetzt nochmal, aber Ja, ein bisschen er weit kommt besser rausgekommen. raus. Hat gerade noch so ERS. Major geht nach innen, wen wundert's? Kommt auf gleiche Höhe. Versucht jetzt Jetzt wieder ein weg. Switchback früher aufs Gas. Schiebt ein bisschen an. Ist es auf der Innenseite. Die Nase vorne, aber Major hat die Innenseite jetzt für die nächste Kurve. Lenkt er ein. Ja, komm, kann er sich halten? Ganz enges Racing und er quetscht sich wieder vorbei, verbremst dich leicht, aber ist wieder vorne und das ist wirklich großartig verteidigt von Kimme. Wow. Bin echt sprachlos gerade. Also, es war hart, aber es war fair. Also ich hatte den Und jetzt er schon macht da gerade einen abgeschrieben. Bärendienst. Ja, Ich hatte ich ihn auch. schon abgeschrieben. Und das wird Major so aufregen, weil er verliert so viel Zeit und das macht es immer schwieriger. Adi ist 2 Sekunden dadurch schon wieder weiter weggefahren und die Aber Zeit er geht ihm ist auch aus. selber schuld. Er kam nicht gut aus dem Center S raus.
Jetzt ist er nicht nah Jetzt genug wird's dran. schwieriger. Da kommt die Dive Bomb? Nein. Zum Glück nicht. Jetzt muss er hier besser durchkommen, das gelingt ihm diesmal. Aber er rutscht. Ausgang der Kurve wieder, ist nicht so nah dran. Jetzt kommt der Windschatten. Lässt die Innenseite auf und da sticht er jetzt rein. Ja, ist vorne und fährt aus. Ja, schade, jetzt ist alles vorbei. Kim hätte da die Türe zuwerfen müssen. Mach das nicht, sag das nicht. Wenn er jetzt noch einen kleinen Fehler macht. Ja, es war ein spätes Manöver, aber war alles fair. Ja, hinten Hansi und Mark fighten sich gerade ebenso gut. Und Mark geht außenrum vorbei in Kurven 6 und 7 sind das, glaube ich, im Mittelsektor die schnelle Doppelrechts. Hinten Grumeo vorbei an Massiv. Holt jetzt P12. Ja, Major muss jetzt jede Runde eine Sekunde aufholen und dabei noch an zwei Leuten vorbei. Ja, für Nox sieht es sehr gut aus. Du hast es gerade gesagt. Ali wird sich sicherlich auch breit machen. Ja, wie sehr er aufholen muss. Plus noch ein Überholmanöver. Aber es scheint, als würde Adi auch auf den Mediums ein bisschen besser klarkommen. Er kann besser mit Nox mithalten. Wir hoffen, dass er genauso gut gegenhalten kann wie Kimmel gerade. Dann haben wir noch sehr schönes Racing hier. Aber erstmal gucken, ob Major überhaupt rankommt. Auch nicht unbedingt selbstverständlich. Hansi und Stephen King fighten. Stephen King ja auf Supersoft-Reifen. Ja, auf Medium, Entschuldigung, Basis auf den Supersoft-Reifen. Der wird gleich noch dazu stoßen. Also so viel näher kommt Major jetzt gerade nicht. Hosea hat uns verlassen. Ja, der war ja schon draußen. Ja. So, jetzt hier Zug um 6, 7, 8, 9. Also Major kommt nicht näher. Gucken wir mal im zweiten Sektor, da dürfte er den größten Vorteil haben. Also er fährt schneller, aber nur im Zehntelbereich. Ja, schauen wir gerade. Base und Papo fighten hier, gehen auf Kurve 4 zu. Werden ein bisschen von Stephen King aufgehalten. Und ein kleiner Fehler und Papo bekommt einen mit, da fliegen Flügelteile. Auf jeden Fall ist Papo jetzt vorbei. Und beim Williams von Base in die Teile geflogen. Das heißt, es wird vermutlich nicht weiter nach vorne gehen für Base. Papo konnte da einen Fehler ausnutzen von Base. Das ging ja nicht ganz ohne Berührung. Also Major hat jetzt in einer Runde 13. aufgeholt. Das reicht so überhaupt nicht. Also Sieg ist durch für Major, da bin ich mir sicher. Und P2 wird noch eine Aufgabe. Stephen King versucht es jetzt hier an Hansi, der den Major macht. Kurve 4 wieder außen. Spät auf die Bremse. Wird ein bisschen geblockt, verliert die Position gegen Papo, der das gut ausnutzen kann. Vorbei an Stephen King geht, neuer Achter ist und jetzt direkt hinter Hansi ist. Hansi ist auf 21 Runden alten Mediums. Der kann nicht mehr. Die Reifen sind bestimmt am Ende. War jetzt sonst mal 4-5 Zehntel bei Major, die er aufgeholt hat. Das reicht zum Aufschließen. Aber, ja, aber auch gerade so. Und die Reifen werden ja nicht besser.
Papo geht auf P7 vorbei an Hansi, der große Probleme mit der Traktion aus der letzten Kurve hat. Gelb im zweiten Sektor. Explizit dreht Donuts ist in Narnia unterwegs. Oh, ich habe gerade nur den Toro Rosso gesehen und dachte, es wäre Nox gewesen. So, Major, 1,7 weg. Also wenn ihr jetzt noch um eine halbe Sekunde findet, dann ist er so in dem Bereich, wo der Windschatten greift. Dann kommt auch dann DAS. Und explizit... Ja, die kommt auch näher ran an Nox. Ja. Aber Nox ist, glaube ich, gerade ziemlich geil. J-Player schreibt, D-Liga-Rennen ist gleich da. Ja, ja, könnt ihr alle gleich gucken, aber wartet noch bitte hier die letzten 5 Runden ab. Ja, diese Liga verdient alles an Aufmerksamkeit. Kein schlechtes Rennen bisher, was wir kommentieren dürfen. Hansi hat auch die Position gegen Stephen King verloren. Wird jetzt ein bisschen durchgereicht. Base, da wird er sich vermutlich noch davor halten können. Der ja Flügelschaden hat, plus 3 Sekunden Zeitstrafe. Major kommt nicht näher. Massiv und P13 Gromerio kämpfen noch. Und der sticht hier rein, Kurve 5, und schießt den sauber ab. Ah, das geht eindeutig auf die Kappe vom Gromerio. Rennende für Massiv, der wurde hier vor der schnellen Doppelrechts abgeschossen, hatte die Nase vorne, lenkt ein und hatte nicht mehr gerechnet, dass der Renault da wäre. Schade, dass er das Rennen nicht beenden kann. Das geht auf die Kappe vom Neuling, so wie es aussah. Ja, jetzt die Frage, dafür eine Strafe gibt es ja sicherlich, aber was machst du jetzt? Er ist auf P12, gibt es in 10 Sekunden, ist er auf P12, also... So, ich will mich nicht schon wieder aufrufen. Chat schreibt DLL Magnus, URC, Markus lieber, Freitag LOC gucken, UFL wird rasieren. Also da weiß man ja, was für ein Gotteskind ist hier, wird rasieren, was das wieder für eine Aussprache ist. Steck lieber mal deine Reifen richtig um und lern fahren. Nee. Und Englisch. So, Major, so langsam gehen dir die Runden aus. Eine halbe Sekunde müsstest du finden, dann bist du im DRS-Bereich. Der kriegt Adi nicht mehr. Das legt mich jetzt fest. Aber Adi hat kaum noch ERS jetzt. Villeneuve schreibt gerade, Leipzig schon 7, inzwischen sogar 28 Runden auf Medium. Für mich ist das der Fahrer des Tages. Er wurde da rausgerissen, unschuldig, und hat sich echt krass zurückgearbeitet. Super Rennen von ihm. Ja, absolut. Also, um zwei Fahrer zu loben, nehme ich jetzt einfach Kim als Fahrer des Tages. Wir haben ja schon damit gerechnet, dass er so weit vorne ist, aber trotzdem von 15 auf 4, das muss man erstmal schaffen. Mehr war einfach nicht drin heute. Optimum rausgeholt, faire Duelle gehabt. Sich unfassbar gut gegen Major verteidigt, also Duell des Tages gehört auch ihm. Aber Major jetzt im DRS-Fenster. Jetzt nochmal spannend hier. Wie hart verteidigt Adi sich jetzt? Hat auch 20-30% mehr ERS zur Verfügung. Sind natürlich die beiden WM-Kontrahenten. Wäre für Adi natürlich doppelt bitter. Er würde da im Vergleich zu jetzt 6 Punkte Differenz haben. So macht er 3 Punkte gut. Andersrum würde er 3 Punkte verlieren.
gegen den direkten Konkurrenten. Wir haben noch diese und die nächste Runde. Ich denke, er Also wird sich drei Punkte. mit allem, was er hat, wird er sich jetzt hier gleich verteidigen. Drei Punkte sind jetzt auf dem Papier nicht die Welt, wenn man so im ersten Moment drüber nachdenkt, aber es können sehr, sehr wichtige drei Punkte werden. Und stell dir mal vor, Nox holt sich jetzt noch eine Zeitstrafe, dann geht es hier um den Sieg. So, macht Adi jetzt den Major? Nein. Da liegt, glaube ich, der Fehler. Ja, Kommt ist die auch noch Dive-Bomb? weit genug Nein. vorne, verbremst sich aber, kriegt die Kurve nicht gut. So, jetzt oder nie für Major? Jetzt oder nie? Beste Gelegenheit, stellt das ERS hoch, jetzt macht er den Jetzt Major. macht er den Major. Ja, genau. Lässt nicht ganz, muss jetzt auf die Außenbahn, zieht er mit, der Red Bull immer noch vorne, drückt ihn ein bisschen raus. Major muss ein bisschen übers Gras, kann aber den Schwung mitnehmen. Ist jetzt wieder auf der Außenbahn, bekommt wenig Platz vom Adi. Das war gerade so diese eine Wagenbreite, mehr nicht. Ja, aber da ist auch nicht wirklich viel mehr Platz zu geben. Das ist, glaube ich, die engste Stelle auf der ganzen Strecke. Also absolut fair verteidigt. Hart, aber fair. Jetzt hoffe ich, dass da nicht irgendeine doofe Aktion von Major Nels noch kommt. Vielleicht hat er noch eine Chance vor der Linie, den zu Er hat kriegen. noch viel ERS übrig. Hier Ja, so viel letzte Adi hat auch genug. Bremszone. Jetzt das Rausbeschleunigen. Hat einen sehr guten Topspeed. Das wird eng, das wird sehr eng. Nox gewinnt den großen Preis von Brasilien. Aber wer wird Zweiter? Das wird ganz eng. Major muss außen und geht auf Position 2 und Adi ist Dritter. So will man das sehen. Was will man mehr? Ich will Kimmer mal wissen, wie auf viele P4. Tausendstel das jetzt waren. Mark auf P5, RBF in Leipzig, 31 Runden. Respekt dafür. Aber man muss ja auch ganz ehrlich nochmal sagen, dass Major heute den Sieg einfach weggeworfen hat. Der hätte das im Schlaf gewonnen, glaube ich, heute, wenn der Einstopp gefahren wäre. Also nicht um wegen Nox einen Witz zu geben. Der ist ein Riesenrennen gefahren und hat hier souverän gewonnen und verdient den Sieg auch allemal, aber Major hat sich's heute selbst geschuldet. Ich verstehe diesen Zwei-Stopp immer noch nicht und hat wirklich, ja, auch Glück gehabt jetzt gerade in der letzten Runde, dass es noch für P2 gereicht hat. Ja. Also ich kann es absolut nicht nachvollziehen und da hat er sich selbst ins eigene Bein geschossen. Bin ich bei Da dir, bin die mal. Strategie war nicht optimal. Mit einem Einstopp wäre das vermutlich ein sicherer Sieg geworden. So hatten wir ein bisschen mehr Spannung, freut uns natürlich. Aber er hätte heute mehr rausholen können. Müssen. Absolut müssen. Das war sein. So, dann machen wir gleich mit den Podium-Interviews weiter und sehen. Sollen 800stel gewesen sein. Das sah aber nach weniger aus. Ja. So, also gleich mit dem Podium-Interview geht's weiter. Und wenn ihr im Chat erstmal vielen Dank, dass ihr so zahlreich da wart. Wir hatten eigentlich immer locker über 35, teilweise 56, über 50. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt die bitte in die Kommentare. Dann stellen wir den Podiumsleuten den gleich. Ja, auch von mir vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und die ganzen Kommentare. Ja, ohne euch würde ich es mit Charlie hier echt nicht aushalten. Hallo. Abend. Servus. Grüße. Grüß Gott. Abend. So, dann fangen wir doch mal an mit P3. Mit Adi. Ein Wimpernschlag war es zum Schluss. 800stel. Richtig, richtig mies und ärgerlich eigentlich. Sorry, ich war noch auf Toilette. Adi kommt vom Pott runter. Was soll ich sagen? Ja, mein Lenkrad hat jetzt meine Zahnabdrücke.
Ja, da ist aber nur Spaß jetzt. Also ich wollte den Mator machen, aber ich habe es mich dann doch nicht getraut, weil den konnte ich dann doch nicht so gut. War ein klasse Duell, vor allem in der letzten Runde. Du hast hart angegriffen, Major, und hast auch hart verteidigt, wenig bis gar keinen Platz gelassen. Also uns hat es ziemlich Spaß gemacht. Bevor wir zu Major kommen, dein Rennen, du hattest nach dem Safety Car einen heiklen Moment. Kurve 2 hattest du das Auto verloren. Das hatten wir nicht so gut im Bild. Was war da passiert, Adi? Ja, Reifen waren, sage ich mal, viel zu kalt. Ich habe irgendwie immer ein bisschen Probleme, die am Anfang auf Temperatur zu kriegen und bin ein bisschen zu weit innen auf den Randstein gekommen. Ja, und dann habe ich mich da fast gedreht, konnte dann aber weiterfahren und naja gut, dann hat es mein Teamkollegen, glaube ich, erwischt, der dann bei mir sich ein Flügel ein bisschen ramponiert hat. Ja, das war natürlich Mist. Ja, den Marc hat es, glaube ich, auch erwischt, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Gut, das tut, ich bin halt nur wieder, ich war ja noch auf der Strecke, bin dann halt weitergefahren. Das, ja, tut mir leid, wenn es da jemand anders mit erwischt hat. Das war nicht meine Absicht. Dazu muss man sagen, RBF in Leipzig hatte ein echt starkes Rennen, ist dann, glaube ich, Fünfter oder Sechster geworden, hat ein sehr gutes Comeback gemacht noch. Ja, definitiv. Dafür auch Gratulation. Der ist ja mit den Reifen, glaube ich, dann ab der vierten, fünften Runde oder sechsten bis zum Ende gefahren. Stark. Dann kommen wir zu Position 2, Major. Pole Position, aber kein Rennsieg. Ja, leider. Also Wir haben da eigentlich den Zwei-Stop als Schuld gesehen. Warum hast du dich dafür entschieden? ja, das stand eigentlich für mich schon lange fest, weil eigentlich sind die, also ein Stop, zwei Stop müssen eigentlich gleich sein. Und so kann ich eben ziemlich viel pushen. Also ich bin jede Runde wie im Zeitfahren eigentlich gefahren. Auch fehlerfrei und ich glaube, das Safety Car hat mir ein bisschen das Genick gebrochen. Ich hatte ja, glaube ich, 5 Sekunden Vorsprung auf den zweiten. Und dann kam das Safety Car und genau diese 5 Sekunden, die fehlen mir jetzt. So sehe ich das jetzt. Ach, Ja, das war scheiße. natürlich ärgerlich für dich. Dafür hattest du viele Zweikämpfe und Überholmanöver waren echt ein paar gute dabei. Ganz zum Schluss sah erst, als ob du ein bisschen stagnieren würdest, nicht drankommst und dann die letzten zwei Runden warst du dann dran und war echt gut zu sehen. Wie fandest du das Duell gegen Adi? Ja, war eigentlich so ganz, ganz schön. Was ich eigentlich fast noch ein bisschen besser fand, war mit Pimmer. Da habe ich noch ganz schön geschwitzt. Ich war, Mensch, mit den harten Reifen. Muss das sein? Also war ein schönes Duell. Auch mit Adi. Also war wirklich schönes Duell. Ja, so macht es Spaß. Ne? Also, du weißt, du kannst fahren, du kannst einfach links bleiben und es passiert nichts. Du bleibst rechts und es geht einfach. Ne? Es macht Spaß so. Ja, tolles Racing. Ich hätte sonst noch eine Frage an den Major. Ja. Als das Safety Car rauskam, kam dir da die Idee dann vielleicht auf den Einstopp umzusteigen? Nee, Du sagst es jetzt, das am war Ende hat es dich gekostet. mir Kann zu man früh. natürlich so sehen, aber da Ja. müsste die Überlegung ja eigentlich gekommen sein. Ja, ich habe mal ganz kurz drüber nachgedacht, aber wirklich bloß eine Sekunde, weil, nee, das war früh. Ich weiß nicht, welche Runde war denn das? 3, 4, 5, ich weiß es nicht genau. Es bedeutet ja nicht, dass du mit der Safety-Car-Phase schon hättest wechseln müssen, aber so kannst du die Reifen ja ein, zwei Runden länger fahren und dann hätte es sich schon ein bisschen mehr ausgegangen. Ja, das habe ich so gemacht, scheiß drauf. Ein Griff ins Klo, würde ich sagen. Also ich bin wirklich nicht zufrieden, ich bin echt unzufrieden. Muss ich sagen. Weiß auch nicht. Ah, hör mir mehr Gut, auf. dann ist auf jeden Fall der Ansporn da fürs nächste Rennen, es besser zu Ja. machen. Und dann kommen wir noch Aber zum. das einzig Gute ist wirklich, das war wirklich so geil. Letzte Kurve, letzte Zielgeraden, dass ich den Adi noch geholt habe. Das war so geil, Alter. Ah. Das freut mich. Dann noch zum Wir Nox, sehen zum uns, Major. Rennsieger. Glückwünsche. Haben wir ihn da in der Party überhaupt? Nee, ich glaube nicht. Nee, leider Okay. nicht. Ich habe ihm eine Einladung geschickt. Er hat meine Freundschaftsanfrage leider immer noch nicht angenommen, also ich weiß nicht, ob sie zu ihm durchkommt. Nochmal schon. Ja, Moral von der Geschichte, Kim hat immer noch keine Freunde. Ja, Mann, ey. Ja, schade. Von Nox war leider auch wenig zu sehen, dadurch, dass er eine andere Strategie fuhr, war dann eigentlich immer ein paar Sekunden vor Adi und dann halt leider ohne Zweikämpfe für uns.
Schade, aber auch Glückwünsche an Nox, wenn du es dir nochmal anguckst. Wie ist Und Nox eigentlich gefahren? Soft und Medium? genau, er ist auf die Soft gegangen und dann zum Schluss auf dem Medium. Er war, ich glaube, 3, 4 Runden später jeweils drin als du. Und hat die Reifen ein bisschen weiter getragen. Natürlich, weil er härter gefahren ist und konnte dann über die Renndistanz bringen. Jungs, Es wir war einfach hatten mal versuchen. ein tolles Rennen und ein super Stream. Also wir haben in den Stream, ich glaube, inzwischen über 110 Kommentare durchschnittlich. Also wir hatten, ich glaube, das Minimum waren 35 Zuschauer, was sonst manchmal das Maximum ist. Wir hatten über 50 zwischenzeitlich, durchschnittlich um die 40 Leute. Also ihr habt eine super Show abgeliefert. War ein super Stream, hat wieder Spaß gemacht. Danke an euch, auch danke an Kim. Gerne, gerne. Und Ja, euch beiden auch erstmal noch, also Team DEL natürlich vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich darf irgendwann dazugehören. Und ja, ihr macht das echt sauber. Gut, so weiter so. danke für das Vielen Dank. Lob. Dann noch allen Zuschauern einen schönen Abend. Wer noch will, die D-Liga ist jetzt ebenfalls unterwegs. Schaut doch mal da vorbei. Und ansonsten sehen wir uns in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao. Danke, ciao. Oh. Ciao.